Großartig. Wow, das war schon mal was. Jetzt geh in den Konstruktionsraum. Achte auf die goldenen Markierungen. Sie zeigen immer den Weg an. Wir haben einen besonderen Ort, an dem du lernen kannst, wie man eine Biene. Biene zu werden, musst du lernen, Pollen. Die Welt ist voller verschiedener Blumen, die unsere Augen in verschiedenen... Tolle Arbeit, kleine Schwester. Und jetzt bist du voller rote Beete. Wir benutzen rote Beete. Thank you.
Wahnsinn! Das war schnell. Okay, eine letzte. Fantastisch! Du bist jetzt soweit. Folge dem Tunnel. Ich kenne alle Grundlagen. Ich bin bereit, meine neuen Aufgaben zu beginnen. Zuerst sollte ich Mama besuchen. Ich meine, die Königin. Also, du musst sehr motiviert sein, was die Arbeit angeht. Das bin ich. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt viele verschiedene Jobs im Bienenstock. Spurbienen. Wow, ich darf meinen Job selbst... Oh nein, sei nicht... Du dich unserer Königin! Still, meine Wachen! Lasst mein jüngstes Kind sich mir nähern. Nun, Kleines, du bist jetzt eine Honigbiene. Flieg in die Welt hinaus. Sammle Pollen für den Bienenstock. Der Sommer wird bald vorbei sein. Nicht albern bummeln.
Hoppla! Apropos Verkehr, ich muss vorsichtiger sein. Alles klar, lasst uns ein bisschen Pollen sammeln. Thank you.
Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Hallo! Der Sommer wird bald vorbei sein. Nicht albern bummeln. Oh, hallo. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt.
ist es an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Hey, du bist fleißig wie eine Biene, oder? Thank you.
Da drüben ist eine Biene. Und sie sieht nicht gut aus. Ich sollte nachsehen, ob ich ihr helfen kann. Hallo, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe, um in den Bienenstock zurückzukehren? Was? Ich fühle mich nicht besonders. Warte! Du neugierige kleine Biene. Du wirst dafür bezahlen, dass du meine Mahlzeit störst. Oh ja? Wir werden sehen.
Das ist für mich. Aber warte einfach ab. Hey, es ist sicher. Jetzt kannst du rauskommen. Du kannst nach Hause gehen. Ich erinnere mich jetzt. Ich habe ein Stück von einem faulen Apfel gegessen. Er schmeckte wirklich komisch. Oh, mir ist so schlecht. Keine Sorge. Sie werden dir helfen zurück im Bienenstock. Schließlich sind wir eine Familie. Danke. Das war ein guter Arbeitstag. Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. So viel Pollen. Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen. Oh, Menschen. Sie waren noch nie so nah. Was wollen Sie mit unserem Baum? Die Menschen versuchen, unseren Baum zu zerstören. Sie haben vorerst aufgegeben, aber bald werden sie zurückkommen, um uns unser Zuhause wegzunehmen. Habt keine Angst. Von diesem Tag an sind alle Spurbienen, aber nur sie, verpflichtet, nach einem neuen Ort für unseren Bienenstock zu suchen. Alle anderen sollen zurück zu ihren Aufgaben gehen. Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Zurück an die Arbeit. Wir brauchen noch mehr epischen Pollen für den Winter. Aber epischer Pollen ist schwer zu finden. Es kann an der Zeit sein, unsere Bibliothek zu besuchen.
Hallo. Wie geht's? Ja, es gibt viele Orte mit gutem Pollen. Ich sollte rausgehen und sie mir ansehen. Hey, ich hab dich in der Bibliothek. Du hast nach epischem Pollen. Ich fliege sofort in den Zoo. Möge der Pollen mit dir sein. Hühner. Schreckliche, furchterregende Dinger. Sie legen Eier, wie wir. Aber ihre Larven essen keinen Honig. Sie essen Bienen. Thank you.
So viel Pollen? Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen.
Bzz, hey Biene, du betrittst Wespenterrain. Soweit ich weiß, gehört der Park allen. Oh, wirklich? Das werden wir sehen. Erwischt. Aber die Wespen werden zurückkommen. Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben.